Ja, liebe Zuschauer, es geht wieder um den Fischer Firmenlauf. Und jetzt sprechen wir mit einem Premium-Sponsor, und zwar mit den Stadtwerken Neumarkt, mit der Sabine Schweger. Sabine, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, ich freue mich auch. Sabine, erzähl doch mal, die Stadtwerke Neumarkt sind zum wievielten Mal Sponsor? Also wir sind tatsächlich seit Anbeginn der Zeit dabei, seit vielen, vielen Jahren, und es macht uns jedes Mal Freude, aufs Neue unterstützen zu können und zu dürfen, denn das ist uns tatsächlich ein Anliegen. Ich habe erfahren, es gab vor 2 Jahren, was, da habt ihr richtig helfen können. Da gab es die Hitzewelle schlechthin, 43 Grad, man stand kurz davor, dass man es abbricht. Wie habt ihr da geholfen? Ja, wir haben tatsächlich Wasser sprudeln lassen und haben für Abkühlung gesorgt. Was hat euch dazu bewogen, euch als Sponsor zu engagieren? Ja, neben der zuverlässigen Versorgung der Bürgerinnen und Bürger ist es uns auch natürlich ein Anliegen, Daseinsvorsorge zu betreiben. Und da gehört zum Beispiel auch so ein Sponsoring dazu und die Gemeinschaft zu stärken. Und außerdem ist es auch eine tolle Sache für unsere Mitarbeiter, die sich auch jedes Jahr richtig drauf freuen. Wenn du sagst, sie freuen sich darauf, wie ist denn die Vorbereitung? Gibt es da richtige Laufteams, die sich treffen und sagen, okay, wir müssen da unbedingt mitmachen? Also das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Ich bin letztes Jahr mitgelaufen, relativ unvorbereitet, und habe es geschafft. Und es gibt aber auch natürlich in den verschiedenen Abteilungen auch Lauftreffs, die sich dann eben schon ein bisschen vorbereiten. Aber das ist wirklich ganz unterschiedlich. Wie groß ist denn das Team von den Stadtwerken Neumarkt, die da mitlaufen? Kann ich dir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen, weil wir sind noch in der Akquirierungsphase. Aber wir gehen davon aus, dass wir wieder mit einem starken Team dabei sein werden. Wie wichtig ist denn das regionale Engagement für euch? Ja, als kommunales Unternehmen ist uns das natürlich sehr wichtig. Und deswegen freuen wir uns eben auch, dabei sein zu können. Es ist uns ein Anliegen. Wir sehen uns ja auch so als den Lebensmotor der Region. Und da gehört es einfach auch dazu, die Kultur zu fördern und solche Events zu fördern. Und der regionale Bezug macht dann natürlich für uns Sinn. Ich habe erfahren, das ist ja als Firmenlauf auch eine riesengroße Netzwerkveranstaltung. Das heißt, es wird 1,5 Stunden gelaufen und danach setzt man sich in den Jurahallen zusammen und netzwerkt. Wie wichtig ist das für euch? Das ist auch wichtig für uns. Letztes Jahr zum Beispiel hatten wir gemeinsam mit der Stadt zusammen noch ein nettes Zusammensitzen und sind mit den Kollegen, die nicht mitgelaufen sind, aber vielleicht zugejubelt haben oder mit der Family mit dabei am Rand standen, eben noch mal ein bisschen durchgelaufen, haben was gegessen, was getrunken, und natürlich vernetzt man sich dann auch mit den Partnerfirmen, die vor Ort sind, wie du schon gesagt hast. Also natürlich, Netzwerken gehört dazu und ist uns auch wichtig. Hast du ein Zeitziel, was du schaffen möchtest, die 6 Kilometer, wenn du dieses Jahr mitläufst? Nein, ich muss gestehen, ich bin froh, wenn ich ankomme. Dann drücke ich dir ganz, ganz fest die Daumen, dass du ankommst und auch das ganze Team, und dass es eine Riesenveranstaltung wird und dass wir tolles Wetter haben. Vielen Dank. Super, ich danke auch ganz herzlich. Ja. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder.